So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battle Brothers hier auf diesem Channel. Wir haben keine Kommentare heute, weil keine... Actually, es kam eine neue Folge raus. Es kam gerade eben eine neue Folge raus. Henno Uncut? Da können wir jetzt mal ganz spontan rein. So, und zwar war das Folge 8. Was gibt's denn hier? Nett. Ansonsten 24-Stunden-Folge, ja, muss ich mal gucken. Sehr viel nette Sachen. Aber Tipsy? Ja, ein Tipp habe ich passend zu dieser Folge. Wenn du eine Karawane begleitet hast und das Ziel dann well supplied ist, solltest du auf dem Marktplatz unbedingt weiter nach unten scrollen. Da finden sich mit Glück T2 bis T3 Waffenrüstungen, die zwar beschädigt sind, aber dafür deutlich günstiger sind. Oh, okay. Danke, Mr. Master Ming. Nice. Ja, hier wird ja die Diskussion über Nimble, aber habe ich ja schon aufgeklärt. Okay, cool. Ja, ich schaue da nochmal in nächster Folge da wahrscheinlich vorbei. In der letzten Folge, leider Sansara gerippt. Oder Sansara. Haben aber einen neuen eingekauft, ne? Schön von Walmart. Und hatten jetzt gegen Ende letzter Folge ein bisschen wenig Cash. Geht jetzt aber wieder aufwärts. Haben hier eine Caravan-Begleitquest. Boah, Junge, hier Mercenaries unterwegs. Wir haben keine Tools und Supplies. Suck it up. Sansara suffers light wounds. Okay. interessant. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ah ja, Folgenlänge. Ich habe das letzte Folge leider erst am Ende gesagt. Ich sage es jetzt mal direkt am Anfang. Gerade ist mein Alltag allgemein relativ stressig. Ein Faktor dabei ist mein aktueller Workload. Um ehrlich zu sein, so mein Jahr läuft bisher nicht besonders gut. Es ist aber auch okay, ne? Ups und Downs sind immer da. Und ihr habt ja auch, also ein paar Themen am Rande kriegt ihr mit, sowas wie, dass der YouTube-Kanal gehackt wurde. Das hat natürlich einen riesigen Rattenschwanz. Ich habe mal angerissen, aber ja. Und ein paar andere Sachen auch noch. Gehen euch nicht auch unbedingt was an. Weil, ja, Punkt. Ich will nur sagen, wir machen jetzt hier 1-Stunden-Folgen, nicht mehr anderthalb, weil somit in Summe unterhalb der Woche ich Zeit einspare. Zeit, die ich nutzen kann, um mich mal zwischendrin ein bisschen zu entspannen, runterzukommen, mich um dringende Themen zu kümmern, die anstehen, etc., etc. Und ja, deswegen 1-Stunde-Folgen. Ich hoffe, ihr habt dafür Nachsicht. Ich hoffe, das ist okay. Aber am Ende habt ihr auch keine Wahl. Also 24-Stunden-Folge werde ich jetzt nicht machen, wurde ja gerade in den Kommentaren gewünscht. Aber ja, macht euch keine Sorgen, ist eine Phase. Und ja. Das wollte ich nur einmal kurz am Anfang sagen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was es hier für Quests gibt. Aha, Spinnen. Spinnen, 740, das klingt gut. Das klingt gut, machen wir. Wir warten hier trotzdem einmal. Okay, ja, wir verkaufen einmal und kaufen Tools und Supplies und so. Zack, ist ja jetzt auch well supplied, ne? Richtig? Ja. Ey, können wir direkt mal testen. Aber auch Disappearing Villagers. Das können wir jetzt aber wegmachen. Tatsächlich. Disappearing Villagers, ne? Und dann können wir hier richtig shoppen. 13. Ja, dann... wie sieht's denn aus? Toll. Ist okay. Ist okay. Toll. Toll, toll. So. Toll. Ja, okay. Die schicken wir in den Tod. Also, ich sag euch mal, wie ihr Leute loswerdet in eurem Leben. Pass mal auf. Also, hier so jetzt hier entlassen ist scheiße, kostet Geld. Ja. Deswegen moven wir jetzt hier schön zu den Spinnen. Was ist denn hier los, Alter? 13. Ach du Scheiße, 13. Vor allem, da kommen nur Eier oben drauf, wa? 13. 13 ist krass. Ha. Ha.
Nee. Okay, let me think about it. Lilith kriegt erstmal ein besseres Speer. Okay. Ich denke, wir gehen es an, ja? Machen wir mal so. Der stirbt. Boah, wird heikel. Aber we do it. Let's go. Ja, let's go, oder? Ja, let's go. Go, let's go. Okay, charge. Okay, 15, ja. Und wahrscheinlich jede Richtung Eier, ne? Das hier unten ist schon wieder ein bisschen sehr unlucky, aber okay. Ja, 15, ne? Ist ja nichts. Okay, wie gehen wir es an? Also alle drei Tanks sind auf einem Fleck. Dovi. Kevin geht hier hin. Ihr beiden werdet gedefft, gebackupt. Oh Gott, das ist schlimm. Das ist schlimm. Kevin geht hier hin. So, du musst die verprügeln. Geil! Und gehst, ja, wartest. Du tackerst die beiden hier fest. So. Haben wir gelackt. Du machst Shield Wall. Kalle haut dem auf die Schnauze. Schön, Kalle. Schön. So, jetzt pass mal auf. Zack. Okay. Special schlitzt die Augen. Okay. Gut, du gehst nach innen rein. Machen wir so. Also, na gut. Oh, Lille, kack dir mal nicht eh, ja? So. Okay. Wir werden alle eingesponnen. Die haben Kevin getroffen. Ach ja, das Einspinnen. Okay, machen wir uns frei und greifen an. Okay. Machen wir uns frei. Wird wieder eingesponnen. So, wen finishen wir? Wir müssen schon den beiden Jungs hier helfen. Links, jawohl. So. Dann Kalle kloppt mal Papfi frei. Oh, sehr gut. Machen wir so. Dann ist... Ja, ja. Schöne Last Hits. So, du... Wie ist denn hier die prozentuale Chance? 41? Eine... Okay, nimmt sich nichts. Gut. Zugestochen. Du auch. Shield Ball. Präsent Knabe präsentiert... Das? Pass auf, und du hilfst jetzt hier den Leuten. Toll. Du steppst nochmal. Oh shit, da unten ist. Ja, ich steht ja noch dran. Scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Ja, wir starten hier direkt in die Folge mit einem heftigen Fight. Muss man schon sagen. Machen wir uns frei. Stechen das Vieh ab, right? Schön. Du stehst den ab. Oh, Alter, richtig gut. So. Finish him? Nee, machen wir... Ah, schade. So, du musst unbedingt frei gemacht werden. Toll. Bist doch confident, gefällt mir. So, du machst den hier frei. Und Spearwall. So, und Herr Knabe boxt hier die Leute auseinander. Toll. Du machst Shieldwall. Und du machst dich wieder frei, dann kommen die erstmal ran und wollen dich einspinnen. Da oben sind die Eier, ja. Ich glaube, wir halten die Eier jetzt einfach aus. Ich gehe hier nicht aus der Formation. Ist auch gut. Kann jemand mal nachschauen? Oder ich mach's? Spider-X, ob man davon EP bekommt. You know? Das würde mich giga interessieren. Spider-X. Das ist nur das Bild. Also auf dem Wiki? Okay, Battle Brothers. Achso, warte mal. Battle Brothers Spider X EP. Experience. Schreiben wir mal aus.
Du Webknecht, ever stop spawning from the air? Findet man nichts. Na gut. Würde mich halt interessieren. Okay, machen wir weiter. Also, Herr Grobs wie gesprungen. Machen wir den. So. Schöne Sache. Du machst mal den Präsidenten frei. Kalle zerschneidet. Schön. So, du blockst hier oben. Nee, du machst das so. Und Lilip macht Shield Wall. Dann hat Lilip inzwischen auch schon 38 Melee-Defense. Ist geil. Zack. So, dann movest du wieder hier hin. Und Smiley kann da mal ein bisschen reinstochern. Da oben wird nachgespawnt. Ja. Aber wir kommen hier ganz gut. Also, wir kommen ganz gut weg, ja. Die Anzahl hat mich ein bisschen geschockt. Aber am Ende... Also, literally, wir machen die ja übel weg. Ja, keine Chance. Guck dir das an. So, mach Spearwall und Shieldwall. Schade. Machen wir so. Dann gehen wir jetzt hier offensiv. Offensiv gegen die Eier vor, Herr Präsident. Ja. Ja, ist okay. Ja, komm. Kleinvieh, ne? Ja, Zanzara wäre aber auch cool, wenn der jetzt sterben würde. Dann wäre echt perfekt. Oh. Nee, das geht nicht, Freunde. Ah, hier wird ja nichts gehittet, ne? Du machst den frei. Kevin. Oh, scheiße. Na gut. Jetzt läuft hier gar nichts. Aha. Machen wir so. Und du machst dich frei. Jawohl. Und du movest hoch. So. Ah, fast tot. Ist noch vergiftet. 5 HP. Läuft nicht. So. Der ist frei. Auch vergiftet. So, Kevin ist jetzt frei. Ich glaube, der hilft einfach den beiden Jungs jetzt hier, weil das ist mir hier ein bisschen... Ja, wir werden schon angefressen, ne? So, jawohl. So. Hier sind keine Spinnen mehr unterwegs, ne? Gut. Dann machen wir das so. Du bist vergiftet und stirbst. Toll. Läuft ja alles nach Plan. Ist ja der Wahnsinn. Herr Präsident, Sie schlagen bitte einmal zu. Und, Lilip, also deine Resolve ist ja eine Katastrophe. Da müssen wir dran arbeiten. Ich hoffe, ja, mit Open wieder, ne? So, den Rest macht der Präsident. Achso, die hauen ab. Na gut. Ja, dann ist die Nummer jetzt auch schon durch, wa? Ist ja, war ja jetzt ein guter... Also so kann man mal in eine Folge starten. Einfach eine Spinne geköpft. Geil. Zanzara ist tot, perfekt. So. Oh, das ist auch gut, kann man schön verhökern. Jetzt müsste Finsterweiler well supplied sein und frei von dem negativen Trade Disappearing Villagers. Wenn das der Fall ist... Ja? Ja, dann? So, warte mal. Wir brauchen jetzt mal ein volles Schild hier kurz. Hat wer was? Ja, es ist ja dramatisch. 87. Wie sieht das dann aus? 15 bei 87. Ja, dann verkaufen wir jetzt. Okay. Toll, toll, toll. Weg. Das reparieren wir alles. Reparieren wir. So. Seif verkaufen wir. Die Axt verkaufen wir. Die Schilde hier verkaufen wir. Wir verkaufen das. Und ein bisschen Giftzeug. Und die Seile auch. Brauchen wir später erst, wenn überhaupt. So. Jetzt kaufen wir mega cheap Tools, Bretter, Nahrung. Scrollen runter.
Na, wir haben hier eine beschädigte, ein beschädigtes Padded Leather. Das ist in der Tat mit so das Beste für Nimble-Charaktere. Wenn wir uns jetzt Kevin angucken. 9 und 5. 14, 8 und... Actually können wir ihm doch... Bisschen wenig Fatigue, ne? Der Westphal. Kriegst mal ein anderes Schild. Das ist ja deutlich mehr. Supi. Okay, du kommst auf die Bank. Ja, wir reparieren jetzt hier mal Sachen. Das. Ja, die Schilde. Okay. Und das. So. Ja, I guess. Das ist erstmal ganz gut. Können wir gucken, wir haben wieder ein bisschen Geld. Killer on the Run. Tryout. Nee, ist mir zu teuer. 400 ist mir zu teuer. Mission. Paket nach Alphard Al irgendwas. Ja, nee. Oder wie viel? 200? Nee, 1000! Wir lassen es mal offen. Well supplied, könnte sein, dass hier jetzt krasse Sachen sind. Nee. Okay. Dann gehen wir jetzt nach Feilstein. Es werden jetzt schön unsere Sachen hier repariert. Wir haben wieder ein bisschen Geld. Wir brauchen unbedingt Sergeant. Das ist ein bisschen doofi. Jetzt kommen wir wieder nachts an, ne? Ah, genau wo Nacht ist. Aber keine Verträge. Gut. Dann nach Siegau. Okay. Wir haben kein Medic Supply. Scheiße. Hab ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Shit. Muss man aber auch selten kaufen. Weil wir uns echt viel aufs Maul bekommen. Okay, was gibt's hier? 300. Oh ja, das ist Gewinn. Geil. Schön teuer die Bretter verkaufen. 17. Boah. Okay. Eine Quest. Perfekt, Brigands. Machen wir. Perfekt. So, jetzt ist aber ein bisschen Problem. Naja, den geht's nicht gut, ne? Haben wir hier einen Tempel? Nee. Na gut. Kriegen wir irgendwie hin. Wie viel sind's? 7. Okay, pass auf. Wir powerleveln jetzt. Ich glaube... Wir machen jetzt Folgendes. Präsident Knabe und eine andere Person. Wen wollen wir schön hoch haben? Wer hat Potenzial? Also. Potenzial hat. Ich denke, vor allem will ich einen Frontliner leveln. Das heißt, einer der Jungs hier. Am ehesten wahrscheinlich Lilip. Stellen wir Lilip auf. Der kann sich auch ein bisschen wehren. Dem geben wir jetzt einen EP-Trank. Der hat jetzt für 3 Fights 100% Experience. Leider hat er kein Training mehr an. Wollte ich ja eigentlich alles in einem Rutsch machen, aber gut. So, Aufstellung ist klar. Ja. Gut, Angriff. Also gerade der Brigand Leader wird sehr viel... Oh, wir haben High Ground, okay. Ist natürlich mega risky, was ich hier mache, weil wenn die den Präsidenten stunnen, ist die Nummer auch schon durch, ne?
Oh mein Gott, der hat eine Ultra... Ah, nee, okay. So, wir machen das wie folgt. Wir stellen ihn hier rein. Dann kann der nur von drei... angegangen werden. Perfekt. Das ist echt wirklich sehr gut. Oh, jetzt ist der da auf dem High Ground. Na gut. Ja, die machen jetzt keinen Shield Wall, weil die wollen wahrscheinlich moven und zuhauen. Genau. Okay, noch einer? Ja, perfekt. Okay. Siebenundsiebzig. Zugriff! Okay, die haben alle aufs Maul bekommen, aber jetzt ist sehr wichtig, was passiert. Bitter. Gut. Scheiße. Okay, ist in Ordnung. Nichts dann. Gut. Lilip, du... Du fließt mal lieber weiter. 81, 92, 77. Ja! Okay, das ist jetzt langsam frech, wirklich. Scheiße. Was ist mit dem Jungen da? Was nimmt der für Drogen? Lass mich in Ruhe. Warten. Warten. Also, wenn ich hier stehe, können die mich nicht first hitten. Er wird vielleicht auf mich schießen, aber seine Hitchance wird so gering sein, weil ich hinter drei Objekten stehe. Oder er flieht. Perfekt. Der macht Spearwall, der Meister besoffen. Ja, ich hab ihn. Warten. Ha, perfekt. Und hier ist eine enge Stelle. Okay. Und Zugriff. Der haut rein. Scheiße. Der mit den Raidern tanzt. Ja! Junge, du bist so runtergerannt, du elender Knecht. So. So. What? 1600? Okay. Oh mein Gott. Richtig geiler Loot. Okay, Lilip sollte jetzt Level Up sein, bin ich early. Ja. So, Lilip. Underdog. Haben wir noch ein Level? Nee. So. Ach. Das. Das. Ja, und dann machen wir, glaube ich, tatsächlich Initiative. Wegen Dodge. So. Ja, fast wieder Level Up. Also 1000 EP noch. Das war doch geil. Noch ein Level, dann hat Lilip Nimble. Ihr wisst, was das für einen Unterschied macht. Also, ihr seht ja auch bei Kevin, was da... Das ist ja einfach nur nice. So. Schön Taui abgegriffen. Lecker. Okay. Dann... würde ich sagen, gehen wir nach Finsterweiler, oder? Was haben wir hier? Karawanenhand, sehr teuer. Minnesänger, auch sehr teuer. Taylor, das ist halt wirklich shit. Nee, die sind relativ teuer. Okay, wir gehen nach Finsterweiler, weil wir wollen verkaufen. Achso, reparieren? Haben wir überhaupt genug Tools? 5, nee. Die müssen wir neu einkaufen. Aber Finsterweiler wird keine Tools mehr haben. Dann müssen wir nach Lehmburg.
Guck mal. Präsident Knabau mies aufs Maul bekommen. Haben wir irgendwo einen Tempel? Wie war denn das nochmal? Wir haben doch hier nirgendwo einen Tempel gehabt, ne? Da war ja was. Ey, das ist so ass. Das, also... Oh mein Gott. Da ist ein Tempel. Ach du Scheiße. Ist hier oben? Hm. Okay, wir checken das kurz ab, wegen einfach weil wir mit den Allies sind und vielleicht die noch well supplied sind. Ich glaube aber, es müsste over sein. Ansonsten gehen wir runter. Weil unsere Leute sind komplett kaputt. Ne? Und wir brauchen Tools und Supplies. Aber immerhin haben wir jetzt wieder Geld. Ja, immer noch well supplied. Supi. Irgendwas Neues? Nö, immer noch alter Stuff, oder? Ja. Okay. Dann verkaufen wir mal. Das kann ich. Ja, gut. Gar nicht so gut. Das kommt weg. Super. 219 dafür. Das kann weg. Ich will jetzt mal kurz Lage checken. Also Kevin kriegt auf jeden Fall das krasse Speer. Und er bekommt das krasse Schild. So. Ja. Dann hat er nochmal deutlich mehr Melee Defense. Dann, ja, das ist alles schick. So, wir stellen mal wieder... Ich muss kurz mal mir eine Übersicht machen. Was wir an Rüstung brauchen und was nicht. So, genau. Du brauchst ja ein tolles Schild. Du hast sehr viel Fatigue, das heißt, du nimmst das. Du, Zanzara, behältst das Schild. Sperrte... Nee, genau, der wird ja unser Stunbot. Ja. Wobei, nee, wir haben ja... Ich muss immer... Was hatte ich hier gesagt? Nimble Tank, ne? Ja. Ziemlich sicher. Ja. Dann schreibe ich das mal. Nimble Tank. Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, und Herr Knabe, alles tutti. Okay, theoretisch kann ich den Rest verkaufen. Dann machen wir das. So. Der Helm. Ja, achso, ja, ausrüstungstechnisch. Du brauchst einen Helm. Du kriegst den. Und du... Du kriegst den. 110, 215. Ja, weil der geht Battleforge. Der braucht einfach Arsch viel Rüstung. Hat er zwar noch nicht, aber ne? So, dann kriegst du den Helm. Der ist einfach der gleiche Fatigue, nur halt besser, Nummer 5, genau. Toll. Gut. I guess that's it. Dann... Medical Supplies. Und dann... fahren wir los nach Lehmburg. Wir haben einen Auftrag. Nach Halleborg, das ist da ganz oben im Norden. Nee. Ciao. Dann gehen wir jetzt nach Lehmburg, hoffen auf Tools and Supplies. Oh, wir gehen durch die Pampa. Ja, und gucken mal, wie da so die Lage ist. Gut. Hier müssen wir eigentlich mal Leute einstellen. Ja, muss mir mal... habe ich jetzt schleifen lassen. Wenn wir Geld wieder richtig viel haben. Haben wir jetzt eigentlich, aber ich will jetzt auch nicht direkt wieder alles ausgeben, weil es ist auch teuer. Kosten teilweise 3000, die Leute einzustellen. Aber das gibt uns auf jeden Fall auch dauerhafte Boni. Muss man eigentlich immer machen. So. Wie ist hier die Lage? Jawohl. Toll. Wir kaufen mal direkt alles. Ja, dass wir so ein bisschen Puffer haben. Dann wird das verkauft. Und dann gucken wir uns mal Rekruten an. Sir Emmerich. Hier wäre eine Karawanenhand, die im Rahmen des Möglichen wäre. Holen wir. Oder? Ja, holen wir. Okay, der ist gut. Holy shit! Also, Low Roll Leben, aber 2 Sterne. Fatigue
Gute, ja, durchschnittlich 2 Sterne. Sehr viel Initiative, 3 Sterne. Okay. Er hat leider gar keinen Melee-Defense. Aber der ist sehr, also, boah. Also, Athletic ist halt ultra. Und Lucky, auch. Was macht man daraus? Ach du Scheiße. Was baut man daraus? Das Ding ist, der hat so viele gute Sachen, aber nichts passt zusammen. Ne, weil du willst ja entweder Nimble mit viel Leben, dann ist dir Fatigue egal. Oder du willst viel Fatigue, scheiß auf Nimble. Dann brauchst du, ne, dann gehst du auf Battleforged. So, er hat beides. Schadet ja nicht. Kann man sich dann aussuchen. Problem ist, wieder, er hat 0 Melee Defense und keinen Stern. Da kommen dann die Plus 1er. Das ist ja Katastrophe. So. Resolve ist auch scheiße. Für einen Tank. Und dann kommt noch mit rein, dass er giga viel Initiative hat. Was sehr gut ist für Dodge. Das heißt, theoretisch wäre er ein Nimble Tank und wir hoffen auf gute Melee. Ja. Das ist halt literally ein Nimble Tank. Und man hofft dann, weil da Hitpoints und Initiative insane gut. Resolve ist scheiße, muss man fixen. Fatigue braucht man gar nicht skillen. Ja, so 120 wird es haben, ne? Aber er verbraucht auch weniger, weil er Athletic hat. So. Lucky ist, zu einer 10% Chance muss der Gegner zweimal rollen, wenn er ihn treffen will. Wenn er überhaupt einen Angriff, ja, required 2 successful attack rolls, genau, um ihn zu hitten. Also, ne, das ist auch ultra geil. Aber dass er halt 0 Melee Defense, oh Mann, das ist so sehr nah an der Sonne, ne, aber doch irgendwie halt, scheiße. Oh, gut, aber er ist halt nicht kacke. Also er ist halt echt nicht kacke. Man kann es literally, also, oh, aber es ist auch so, es ist halt nicht nur Melee Defense, die Resolve ist auch echt schwer zu fixen. Okay, pass auf, man skillt immer Leben und Initiative und abwechselnd dann, je nachdem, was gut ist, Melee Defense oder Resolve. I guess. Okay, dann ist das jetzt Enraided. Nimble Tank. Ja, schauen wir mal. Wir wollen ja Karawan Hand auch haben, ja? So, Sansara, Smiley, Lilip, Kevin. Super. Fehlt natürlich noch Pride und Special. Ah, nee, Special ist hier. Super. So, und dann haben wir jetzt Enrated. Wir haben Sack viel Tanks. Also, wir können da wirklich keinen Tank mehr gebrauchen, bin ich ehrlich. Gut. Okay. Haben wir hier einen Degen? Schon mal. Wobei, wir haben das Geld gar nicht. Nee. Wir haben aber das Geld auch nicht. Okay, dann. Tempel brauchen wir nicht mehr. Alle sind geheilt. Ja, dann klappern wir wieder die drei ab, oder? Friendly inzwischen. Okay. Das heißt, wir haben ja auch immer bessere Angebote. Dann machen wir das. So. Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach Fights. Wir sind auf der Suche nach coolen Quests. Gut, wir können auch einmal Finsterweiler abklappern. Vielleicht sind da jetzt wieder nette Quests. Haben ganz gut Geld. Tools und Supplies sind wieder da. Wir können auch Sachen reparieren. Des. So, zack. Ja, super. Ja. Und dann ist auch, ja. Und dann, also ist ein bisschen weird. Wir haben halt echt viele Tanks jetzt. Wir haben jetzt 5 Tanks. Eigentlich. Also was wir machen können, wir können jetzt halt wieder auf gute Bros sparen. Ja. Okay. Leider keine Quest. Hier haben wir neue Sachen. Jawohl. Die Bretter kaufen wir. Und die Tools und Supplies kaufen wir. Gut. Jetzt fehlt uns wieder ein Schild, ne? So, dann machen wir es übergangsweise einfach so. 19. Ja, wir sollten verkaufen. Hier, das brauche ich nicht mehr.
Das auch nicht. Jutti. Das auch nicht. Okay. Das Speer können wir abgeben. Wir hatten hier noch, wer ist denn so der nächst vielversprechendste? Wahrscheinlich Smiley, ja. Dann geben wir jetzt das bessere Speer, T2. Können wir das andere hier nochmal verkaufen? Okay. Gut. Dann dackeln wir jetzt weiter. Ich würde die jetzt alle einmal abklappern und dann gehen wir runter wieder nach Hakim al-Ramal. Und dann runter auch zur Arena. Ne, Gladiatoren, Assassine wollen wir. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, mit diesen Low-Quality-Bros, also wenn überhaupt, kriegt man halt Nimble-Tanks gut raus. So, es, aber wir haben auch echt weirde Sterne, kriegen wir. Ne, Quest. Ja, wollen wir jetzt einmal das versuchen? Wir versuchen das jetzt mal. Ich hoffe, es ist nur einer. Dann zeige ich euch jetzt mal Unholde, ja? Das kaufen wir. Das kaufen wir. Und die kaufen wir auch, weil günstig. So. Also Leute, neuer Gegner. wollen wir einfach all range. Drei! Ich weiß nicht, ob... schwierig. Also, ein Raid wird vom Platz gestellt. Die drei brauche ich dringendst. Zanzara wird vom Platz gestellt. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir geben dem eine Peitsche, oder? Weil der macht die blutig. Yes. Okay. Also, ich habe jetzt gewechselt auf hier das Zweihand-Cleaver, weil super viel Single-Target-Damage. Es bringt nichts, wenn ich mit dem Schwert auf die draufkloppe. Also, bringt schon was, aber es sind eh nur drei. Ich werde ja jetzt nicht AOE-Damage machen müssen. Und ich habe die Peitsche ausgerüstet, weil ich will die Viecher blutend machen und dann diese Attacke spammen. Die macht umso mehr Damage, umso mehr Bleeding-Stacks auf dem Gegner drauf sind. Right? Does more damage to hit points, the more the target is already wounded. Ach so, nee. Sorry. Also umso weniger Leben der hat, umso mehr Damage macht es. Aber an sich macht der so viel Damage. Ach so. Aber der macht keinen Damage gegen Armor. Genau. Ja, das spammen wir. Doch, macht. Aber der macht Bleeding. Genau. Und der nicht. Aber der macht mehr maximalen Schaden, wenn das Gegner... Also... Leute, was soll ich sagen? Ich kann versuchen, hier irgendwie Wachen zu... Also Unholde sind Höhlentrolle, ja? Quasi. Immerhin keine Gepanzerten. Die gibt's nämlich auch. Ja? Haben wir vielleicht... Ja, let's go. Dann komm aus dem Wald bitte raus. Ja, let's go. Was? As you put the men into formation, Kalle Koschinski goes running by you and right toward the unholds. He's hooting and hollering, his arms flailing like a sea cretin drawn up by the hook. The unholds pause and stare amongst the other. You're not sure whether this should be allowed to continue. Ist das jetzt, weil er Gladiator ist? Ich hab ein bisschen Schiss, nicht, dass Kalle jetzt zerrupft wird. Pass mal auf. Gladiator Events. Ach, scheiß drauf. Also das Ding ist, das könnte unsere Chance sein, jetzt nicht gegen drei Unholde kämpfen zu müssen, aber es ist ja übel Coinflip. Ey, wir greifen die an. Es kann ja sein, dass er die irgendwie verscheuchen wollte, aber... Okay, Leute, das ist ein Unhold. Das ist Kevin Westphal.
Ach du Scheiße. Jutti. Und die rammen auch rein, ja? Ich will, dass sie auf Kevin gehen. Ja. Geht auf Kevin, bitte. Also, Kevin hat 71 ohne Shield Wall. Wir machen Shield Wall an. 95. Okay. Dann wartet er. Du wartest, du wartest. Let's go. Oh Gott. What? Wie weit kommt der? Okay, wir haben ein Problem. Kannst du ihn wegschubsen? Oh Gott. Okay, der muss als erstes sterben, ja. Nee, die drei swarmen den. Die vier swarmen den. Und der Präsident geht auf den Dude, oder? Ja, der wird jetzt festgetackert. Wegstoßen, bitte. Scheiße. Okay, und Kevin? Um Jottes Willen. Spearwall. Ah! Oh, beinahe. Okay, den machen wir Bleeding. Ne, wir gehen auf den. Zack. Zack, vier Bleeding Stacks. Und drauf. Okay. Kevin wartet. Okay. Daneben. Ah, getroffen. So. Bleeding des Todes. Nicht getroffen. Drauf. Nicht getroffen. Drauf. Schön. Und ruf. Der geht eh auf Papfi. Macht der Rundumschlag nochmal. Okay, und kriegen ein bisschen Bleeding. So, wir gehen drauf. Ja, dann gehen wir auf den da oben. Okay. Daneben. So, dem gehen wir Overwhelm zweimal, dann trifft er nicht. Der ist quasi erledigt. Machen wir hier Bleeding drauf und da nicht. Gut. Ah, scheiße. Okay, das ist eine zweite Attacke von denen. Jetzt hat der High Ground, das ist natürlich ärgerlich, aber der ist tot. Geil. Okay. Ja, ist jetzt ärgerlich, dass der auf dem High Ground hockt. Aber I guess. Geil, das war die zweite Attacke. So, wir probieren weiter, ja? Schön. Dem gehen wir Overwhelm. Einmal zumindest, dann trifft er nicht. So, du wartest, weil du movest und gibst dem Bleeding. Schade. Lilip, geh ran, stich zu. Schade. Oh, Gott, bless. Okay, irgendwie haben die nicht so viel Chance. Okay, anscheinend. So, der wird jetzt gefinished. Er köpft ihn einfach. Maschallah. Und Bleeding. Und Ruf. Ach, geht nicht. Na gut, dann so. Okay. High Ground. Gib ihm Overwhelm. Minus 10 Hitchongs. Übel viel Bleeding Stacks. Daneben. Lilip, ich will jetzt Performance. Oh. Ei, na gut. Genau in Smiley rein. Das ist ja nicht schlimm. So. Drauf. Kevin, gib ihm Overwhelm. Kalle, hau zu. Ja, das läuft doch. Okay, ich hatte Respekt vor denen. Aber aktuell. Okay, aktuell läuft das. Läuft super. Klasse! Sack viel EP. Geil. Also, geht, ne? Gut. Ey, gib gut Geld. Also, at least, ja. Das mit Kalle war mir zu risky. So. Special geht mal in die Reserve und du bist Level up. Das ist doch schön. So. Special. Ich gebe dir. Ich glaube, also Special wird ein Fancer. Schön mit dem Degen. Die kommen auch mal in Reserve.
Und der geht auf Nimble dann. Das heißt, ich glaube, ich gebe ihm Dodge. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich überprüfe es einmal, bevor ich mich hier verskille. Ich habe mir hier alles zurechtgedingst. Ja. Ja, ist richtig. Ist aber eh gut. So, plus 2. So, plus 2. Plus 2, plus 5. Machen wir so. Das Ding ist, diese Fencer, wie gesagt, haben Degen. Und eine Attacke vom Degen ist, dass man ein Feld dasht und zusticht. Und diese Fähigkeit macht umso mehr Schaden, umso mehr Initiative man hat. Deswegen pumpt man Initiative in den Reihen. Jutti, das war doch einmal frei. So, toll. Ja, dann ziehen wir weiter. Ziehen wir weiter nach Siegau. Das war sehr erfolgreich. Nice. Und dann müssen wir runter nach Alhamar oder wie der Bums heißt. Ja. Also, ich bin wirklich verblüfft. Ich meine, ihr habt jetzt mal Unholde gesehen. Cool. Aber ist jetzt auch nicht, war jetzt gar nicht so schwer. Aber ich glaube, wenn die ein-, zweimal mies treffen, ist schon... Also, die machen auch sofort Knochenbrüche und alles. Die Hexe. Hier, irgendeine Wahrsagerin. Ja, gib mir all deine Sachen. Oh. Jetzt sind die alle verwundet. Na gut, müssen die wissen. Okay. Local Holiday. Aber Missing Villagers. Gut. Dann helfen wir denen mal. Horrible Beasts. Ja, let's go. Wieder unsere gute alte Lieblingsquest. Schauen wir mal, was die... 9 Nachtseher. Okay. So, du kriegst wieder ein tolles Schwert. Sind alle verwundet. Scheiße. Das sind 9 Nachtseher und sind alle verwundet. Hm. 1 bis 3 Tage, 1 bis 3 Tage, 2 bis 5. Ja, aber... Ja, dann machen das jetzt nur Kevin und Präsident Knabe? Weiß ich nicht. Oder Kalle macht das mal so. Und Papfi macht das... Ja, weiß ich nicht. Hm. Macht das so? Let's go, oder? Probieren wir mal so. Ich glaube, die sind schon ein bisschen besser. Weil der... Also einer, wenn einer da Hörner hat... Beim Model, was auf der World Map rumrennt, ja... Oh, shit! Der ist Stufe 3. Okay, wie machen wir das? Wir moven 1 Step zurück. Spearwall. Du gehst sogar noch 1 zurück. Du auch. Und der Präsident geht... Wenn der Präsident hierhin geht... Wir machen es so, oder? Ja, wir machen es so. Okay. Die warten alle. Denken, die sind smart, ja? Denkt ihr, ihr seid smart? Von dem habe ich Schiss. okay, das sieht doch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, gehe ich hier rein? Ne, ich warte nochmal. Wir warten einmal. Also das Ding ist, wenn ich den als erstes kill, wäre natürlich klasse. Weil, ne? So. Wir gehen hier rein. Okay. Stunning. Sehr gut. Schön. Dann machen wir es mal so. Ist nicht schlimm. Der Kevin treffen die eh nie. Aber Präsident Knabe, der könnte kassieren. Den erledigt Kalle, den auch. Oh, du hast Kevin erwischt. Das habe ich vergessen.
Stimmt, was passiert jetzt nochmal? Ich glaube, wir müssen den jetzt schnell killen, sonst ist der Präsident im Arsch. Ach du Scheiße. Nein! Schnauze. Was passiert jetzt? Der verdaut den jetzt? Oh nein, 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 stopp, Pulle. Okay. So, du stunst ihm weiter, geht nicht. Schade. Dann machen wir das so. Oh Gott. Jetzt frisst er auch wen. Jetzt frisst er auch wen. Was ist gerade passiert? Oh Gott. Der hat sich vollgeheilt. Kevin ist weg. Kevin ist weg. Ja, gut, RIP. GG, oder? Scheiße. Das habe ich total vergessen. Ach du Scheiße. Hä? Warum werden die ihn geschlagen? Weißt du, wie ich meine? Verblute. Okay. Hä? Ich check das nicht, warum die geschlagen werden. Kevin ist wieder da. Aber... Ja, das Ding ist, wenn Herr Knabe stirbt... Also, das ist Reload, oder? Das ist komplett Reload, oder? Ich weiß nicht. Ja, der frisst den auf, Slow and Steady. Oder? Ich weiß nicht mehr, was das macht. Ist jetzt gleich... Der wurde ausgekackt. Seht ihr das? Der hat richtig hier... Naja. Das ist Reload. Weil ich krieg den nicht weg. Also ich krieg den nicht frei. Guck dir das an. Jetzt habe ich keine Fatigue mehr. Immerhin trifft er nicht so oft, ne? Weil ich mal auch einmal Overbrim. Ups, den habe ich jetzt einmal vergessen. Ja, ist. Aber ich glaube. Es ist nicht. Ich habe das falsch. Ja, scheiße. Ah, dann hätte ich jetzt anders gespielt. Ich dachte, dass man jetzt X Züge hat, ehe Präsident Knabe aufgefuttert wird. Aber ist anscheinend nicht so. Anscheinend kann er sich nur immer an dem hochhealen oder so, weil er sich an dem vollfrisst. Keine Ahnung. Ja, jetzt flieht halt Kevin. Ja, jetzt wird Kevin. Okay. Ja, das war's, oder? Ja. Ja, gut. Da müssen wir nochmal ran. Ah, Kevin ist wieder da. Ja, aber ist ja over jetzt. Kevin wird genascht, oder? Aber jetzt habt ihr mal Nachtsera in ihrer vollen Blüte gesehen, ne? Insane, wie die aussehen, oder? Ja, hier passiert jetzt nichts mehr. Ich mach jetzt einfach Reload. Also Kevin wird nicht... Ja, ich mach jetzt Reload. Quit. Okay, ich habe das total vergessen, dass die auf einer gewissen Stufe futtern. Leute, ich hab's total vergessen. Rein. Scheiße, okay. Ja, das ist besser. Geil. Hier haben wir guten Highground. Yes, sir. So, wo ist der Dicke? Da. Okay, der isst Menschen. Ja. Der isst Leute auf. Verschieben nach oben. Du hast die Flanke. Du machst den. Du machst den. Nee, ist unnötig. Eigentlich müsste Kalle da drauf. Shit. Na egal. Passt schon. Okay. Ich habe manchmal nicht verstanden, warum wir so einen Counterschlag bekommen haben. Also die standen vor uns, hauen uns. Oder auf einmal hauen meine Leute die, ohne dass die geflohen sind, oder?
So. Der darf Präsident Knabe nicht zu fassen kriegen, bin ich ehrlich. Geil. So. Zugeschlagen. Schade. Und drauf. Ich werde nicht, dass die sich voll fressen, deswegen move ich rein. Dann können die nicht steppen. So, und ich muss dem Dicken irgendwas zum Futtern geben. Vielleicht einfach Kevin, oder? Was ist ein Gelaber, wenn man mal drüber nachdenkt. So. Ja, was macht der? Das ist jetzt entscheidend. Okay. Dann ist doch Kalle. So. Und drauf. Schön. Oder kann der? Ja, ich lasse es mal so. So. Zack. Ah, schade daneben. Okay, das läuft er jetzt einmal frei. Ich gebe dem Overwhelm, dass der vielleicht seine Fee. Jetzt hat er Kevin gegessen. Na gut. Und betäubt. Sehr gut. Und jetzt kriegst du mal ein paar reingedrückt. Doch nicht. Na gut. Okay, der ist gestunt. Jetzt warte ich einfach, dass ich die nächste Runde wieder stunnen kann. Junge, ich treffe ihn nicht. Jetzt stunne ich ihn. Okay, dann nicht. Und Kevin ist frei. Supi! Alter, gab richtig gute EP. Nice. Was ist das denn? Okay, einfach nur zum Verkaufen. Ja, das war doch klasse. So schnell und gut kann es gehen. Back to Siegau. Klasse. Und jetzt kann ich doch hier gut verkaufen, oder? Oder nisch? Junge, das ist ja klasse. Unter Wert. Alles. So, dann. Das ist mir zu teuer. Okay. Wir können teuer verkaufen. Das hauen wir weg. Und Junge, woher habe ich das denn? Deformed Valuables, Digga. Für 600 weg. Hey, krass. Oh, aus den Knochen können wir richtig heftige Scheiße bauen. Und die Bretter können wir auch für mehr verkaufen. Supi. Und Chopper auch. Geil. Okay, klasse. So, leveltechnisch. Pupfi. Battleforged. Endlich. Jetzt kann er Frontliner sein. Plus 3. Geil. Das. Und Resolve. So, dann ist es jetzt an der Zeit, Pupfi das hier zu geben. Und jetzt gibt der Richt. Jetzt kriegt der. Ah, nee. No BF ist ja. Ja, ja, ja. Mit Axt, genau. Nee, nee, nee. Ich habe das vertan. So, Kalle. Kalle wird Nimble Backliner. Das heißt, wir geben dir Nimble. Klasse. Dann kriegst du das hier. Dann hast du jetzt unter. Ja, dann hast du jetzt unter 15. Fatigue-Belastung durch Rüstung. Und du kriegst. Auch auf Axt. Auch auf Axt. Warum auf Axt? Warum habe ich den auf Axt geskillt? Vergangenheitshenno, warum Axt? Du kriegst erstmal einen Hammer. So, plus 2. Plus. Plus 4. Plus 3. Okay. Gut. Ja, Leute. War eine weitere Folge Battle Brothers. I know it's short. Naja, jetzt mal nicht übertreiben. Also, ich verabschiede mich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüssi.